In unserer nächsten Mission werden wir Ingram aus der Luft angreifen. Seid ihr bereit? Natürlich! Und zum dritten Mal der Text. Dankeschön, ich kenne ihn bereits. Geht an Bord, Klasse 0. Okay, übliches Team. Wir starten mit 7 und King und 9. Mit denen sollte es ja eigentlich ein Kinderspiel werden. Wir werden es sehen. Ingram brennt. Is this a reprisal as well? To think I'd run into you all so soon. Class Zero. Na, herzlichen Glückwunsch. Das Spielchen kennen wir ja schon mit dem Herrn. Und ihn zu kriegen ist immer noch genauso beschissen wie früher. Na toll, ich wechsle mal auf King, ist vielleicht besser. So, da treffe ich zumindest ab und zu mal. Wir müssen jetzt bloß noch einen guten Moment abpassen, um ihn mal... Oh, shit! Halt mich, halt mich, halt mich! Dankeschön! Oh... Ja, wir müssen bloß noch einen Moment abpassen, indem er gerade mal gelb hat und ich nicht gerade zur Seite rollen muss. Oder getroffen werde. Na komm. Oh, fuck you. Was? Oh, ist ja nicht euer Ernst. Na komm, dann also mit 7. Der ist ja schrecklich, der Kerl. Oh, was? Nicht erwischt? Ich treffe ihn nicht. Ist das nervig. Sei mal nicht so hyperaktiv hier, Mensch. Oh. Also, ich habe schon nettere Kämpfe erlebt. Ganz ehrlich. Danke für die Heilung. Endlich. Das hat ja gedauert. Meine Güte. So. Order ausgeführt. Mission complete. Ich hoffe, das reicht dann auch. Oh, das war schon die ganze Mission? Ich bin überrascht. Aber in Ordnung. Ich denke, da wird noch ein bisschen mehr kommen. Wir bekommen eine Lichtprobe. Die können wir uns dann später mal anschauen. The difference in momentum is too great. I must have overdone it a little. I need to get back to base. What? Emergency signal from the General's MA. It's an Ultima reading. Why is the General carrying an Ultima bomb? I'm not going down alone. It's over for Milites anyway. I'll take them all with me. What? Was it you? Did you put the ultimate... The signal. Ultima? Even an explosion from the smaller prototype in this vicinity would take out the base as well as the entire city. And maybe all of Milites. Just a little further. This is it.
But it should be enough. Suppose this is reprisal for always fighting on the front lines. Perhaps my one regret is... So, this is truly a reprisal. Das war unerwartet, sage ich mal. Und ehrlich gesagt, ein etwas unbefriedigender Abgang für Kator Bashta. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass da noch ein bisschen mehr mit ihm kommt. Aber wer weiß, vielleicht hat es ja doch irgendwie überlebt. Geschafft. Endlich ist Melitus besiegt. Ich erinnere mich zwar nicht mehr, gegen wen ihr gekämpft habt, aber ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Okay, das war wirklich ein sehr kurzes Intermezzo. Klasse 0, ausgezeichnete Arbeit. Meldet euch nun zurück in der Akademie und erstattet dort Bericht. Ich hatte doch etwas mehr Action erwartet bei der Einnahme von Melitus. Wir können auch Ingram nicht mehr betreten jetzt. Na gut. Wir können offenbar auch das Luftschiff nicht rufen. Ich weiß gar nicht, was los ist. Gut, dann machen wir mal ganz kurz hier rüber, denn diese Städte im Azur-Distrikt, die konnte ich mir bisher auch noch nicht anschauen. Also, das ist jetzt auch mal was Neues hier für mich. Azur selber, siehst du mal. Die namensgebende Stadt. Schauen wir uns doch zumindest mal an. Ja, die sehen alle ziemlich siegreich und freudig aus. Beim Kristall, was soll man mit diesem nutzlosen Haufen noch anfangen? Unser Sieg hat sie übermütig gemacht. Aber es scheint so, als wäre dieser lange Krieg endlich vorbei. Da will ich mal nicht so streng mit ihnen sein. Naja, wir müssen mal schauen, ne? Also es war doch etwas sehr unerwartet jetzt der ganze Verlauf von der Mission. Und die Länge auch. Die Klasse 0 soll einen großen Beitrag beim Kampf um Ingram geleistet haben. Mit unserem Sieg waren die Opfer, die dieser Kampf gefordert hat, nicht umsonst. Lasst mich euch im Namen aller Verstorbenen für euren Einsatz danken. Kein Problem. Dazu sind wir da. Meine Frau hat sich unser Kind geschnappt und mich verlassen. Mir doch egal. Jetzt kann ich mir von den Gil, die wir für Ausbildung unseres Kindes... Für Ausbildung? Na egal. Sparen mussten, einen schicken neuen Lastwagen kaufen. Na klar doch. Was man sich halt so wünscht. Als Alleinstehender kann ich machen, was ich will. So viel Mittagsschlaf, wie ich möchte. Mitleid brauche ich nicht. Kauft mir lieber was ab. Ja, nein, danke. Ich glaube nicht. Nee. Interessiert mich alles nicht so sehr. Dieser Rubrumer Abschaum muss einem seinen Sieg mit einem Freudentanz echt noch unter die Nase reiben. Dreckiges Pack. Ja, eigentlich suche ich nur nach dem hiesigen Lissi-Stein. Gut, dich hatten wir schon. Den man ja meistens im Gespräch mit irgendjemandem findet. Ich habe gehört, ihr sollt einen der großen militischen Helden besiegt haben. Nichts anderes kann man wohl von der Klasse 0 erwarten. Nicht mehr lange und gesamt Oriens wird unter der Führung Rubrums stehen. Und das will ich nicht. Bald schon ist der Krieg vorbei und wir können zu unserem früheren Leben zurückkehren. Ich kann endlich wieder Zeit mit meinen Kindern verbringen. Was für ein Glück. Das militische Imperium wurde besiegt.
Oriens wird schon bald unter dem Banner des Feuervogels vereint sein. Aber der Typ da sieht aus wie jemand, der eine Rebellion vom Zaun brechen könnte. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wir müssen weiter wachsam bleiben. Der Typ da? Hallo. Verdammt, dieser Spinner da starrt mich die ganze Zeit an. Und diese Augen. Der Typ hat schon getötet. 10, nein 20 Menschenleben hat er garantiert schon genommen. Der Kerl widert mich an. Ihr seid alle sehr, sehr seltsam, Leute. Melitis scheint nicht der Agitor gewesen zu sein. Damit sind wir wohl nicht diejenigen, die den Niedergang aufhalten können. So, wo finden wir denn hier das Steinchen, Mensch? Die Gerüchte über die Niederlage des Imperiums haben für Chaos in Azul gesorgt. Wir sollten aufpassen, dass sie sich nicht weiter verbreiten, sonst könnte es zu Aufständen im ganzen Land kommen. Das Imperium wurde besiegt! Verarsch mich nicht, sonst knäpse ich dir die Lichter aus! Wo lebst du denn? Wir sind alle davon ausgegangen, dass Melitis das mächtigste aller Länder in Oriens sei. Und nun wurden wir von den Feuervögeln besiegt. Wie wird es jetzt weitergehen? Haben unsere Kinder eine Zukunft? Nein, wir werden sie alle schlachten und essen! Der Sieger schreibt die Geschichte. In den Geschichtsbüchern wird Melitis die Rolle des Bösen einnehmen. Oh ja. Macht das Rubrum zum Agitor? Das soll wohl ein Scherz sein! Die imperiale Hauptstadt soll von Rubrumer Streitkräften umstellt sein. Angeblich soll schon bald jede Stadt in Melitis unter der Führung Rubrums stehen. Aber was wird dann aus uns? Und warum hat auch in diesem Fall bei der Einnahme von Ingram nicht der Lessie des Weißen Peristyliums zugeschlagen und das verhindert? Genauso wie es auch schon bei der konkordischen Hauptstadt war, dass die azurblauen Lessies nicht zugeschlagen haben. Keine Ahnung, wo hier jetzt der Lessie-Stein sein soll, ehrlich gesagt. Aber ich bin gerade ehrlich gesagt auch ein bisschen unlustig hier rumzusuchen. Ich würde sagen, wir teleportieren uns einfach zurück. Repatriieren. Wahrscheinlich muss ich erst auf die Landkarte dazu. Und schauen mal, wie sich die Geschichte... Nein, geht nicht, okay. Wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Wo müssen wir denn jetzt genau hin, ist die Frage. Müssen wir jetzt zu Fuß zur Rubrum-Region zurück? Das ist irgendwie seltsam. Da wird doch bestimmt irgendwas auf dem Weg passieren. Wir können nicht das Luftschiff rufen. Wir können nicht repatriieren. Alles ein bisschen seltsam. Und auch die Musik passt nicht so ganz zu sonst immer. So, kurzes Zwischenspiel. Ja, das hättest du auch mitsammeln können. Das wäre nett gewesen. Und dann geht's weiter. Okay, da haben wir auf jeden Fall ein sehr gutes Stück zu laufen jetzt. So viel kann ich euch schon mal sagen. Das sind ein paar Abschnitte, die wir da durchqueren müssten. Also so richtig begeistert bin ich davon jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Aber vielleicht könnte ich mal einen Chocobo mitbenutzen. Wäre vielleicht gar nicht so doof. Au. Komm, fall tot um. Okay. Noch dich hier. Und dann sammeln wir noch schnell ein. Her mit den Anime. Und weiter. So, schnappen wir uns doch einfach mal einen Chocobo hier. Ich habe ja mittlerweile eine ganz gute Auswahl an Chocobos. Hab jetzt mittlerweile auch ab und zu mal sogar spezielle Chocobos auf den Landkarten gefunden. Zum Beispiel Sprint-Chocobos. Habe ich bisher noch nicht ausprobiert, will ich erstmal züchten. Beziehungsweise ist, glaube ich, auch gerade in der Zucht. So, hier reiten wir einfach mal vorbei an den Yetis, würde ich sagen. Alles unseres jetzt, ne? Überall leuchtet der rote Feuervogel auf. Ich glaube, hier müsste jetzt das Grenzgebiet sein. Auf jeden Fall bin ich froh, wenn ich hier aus dem militischen Winter rauskomme. Die haben schon echt ein bisschen die Arschkarte gezogen bei der Wahl der Länder. Also hier ist es nicht gerade schön, finde ich. Da gehe ich doch lieber wieder nach Rubrum zurück. Achso, ich glaube, ich muss hier lang. Ja, das sieht aus wie die Spur, die Alexander hinterlassen hat. Und die ist nicht klein. Verdammt, wir müssen auf der anderen Seite des Kraters lang. Ärgerlich.
ist schon Wahnsinn, was der hier für eine riesen Zerstörung hinterlassen hat. Da hätte ich auch nicht drinstehen wollen. Und dagegen ist der Krater, den die Lassies bei Togoref hinterlassen haben, auch Kinderkacke. Also das ist dann schon nochmal eine ganze Spur heftiger, was Lady Setsuna da mit Alexander auf die Welt losgelassen hat. Schön dazu die fröhliche Musik zu hören, während man hier die Zerstörung sich anschaut und sich vergegenwärtigt, dass dabei hunderttausende Soldaten ums Leben gekommen sind. So, jetzt sind wir aber auf der richtigen Seite und sind auch wieder zurück in Rubruma-Territorium. Es ist echt ein bisschen schade, dass ich nicht repatriieren kann. Und ich sehe den Sinn noch nicht so ganz. Ich meine, jetzt sind wir ja wirklich schon wieder auf Rubruma-Gebiet zurück. Irgendwo müsste dann ja auch mal was passieren. Denn wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ohne Grund jetzt stattfindet hier, dass wir hier zu Fuß gehen müssen. Vielleicht ist es aber auch einfach, dass uns der Eintritt verwehrt wird. Würde mich nicht wundern. Stabschef Higato ist, naja, noch nie unser Freund gewesen und ich traue ihm zu, dass er einfach mal so dreckig ist und uns rausschmeißt. Weil wir plötzlich, keine Ahnung, der Bösewicht sind und eine Gefahr für Rubrum angeblich oder sowas. Traue ich ihm zu. Aber schauen wir doch mal, wir haben es ja schon fast geschafft. Ich meine, der Chocobo hält zum Glück sehr, sehr lange durch hier, worüber ich sehr froh bin. Jetzt sind wir ja schon wieder fast in der Togoref-Region, ne? Gerade eigentlich zu faul nachzuschauen, ja, ich glaube schon. Gut, der Nebel hier ist auch wunderschön. Ich glaube, hier ist immer Nebel in dem Gebiet. Ja, hier haben wir doch schon den Krater, siehst du mal. Die Togoref-Region. Wunderbar. Davon gibt es sogar neue Chocobos für uns. Da könnten wir unseren Bestand wieder ein bisschen auffüllen. Ich glaube, ich gehe auch mal gleich hier lang. Da können wir den mit einsacken und dahinter direkt in den Kampf mit dem Doppelhorn oder wie auch immer die Viecher heißen geraten. Nein, sowieso müssen wir da lang, wenn wir auf direkten Wege Richtung Rubrum wollen. Beziehungsweise Richtung Akademie. So, ich hoffe, mein Chocobo versagt mir jetzt nicht gerade den Dienst, wenn die Viecher uns verfolgen. Aber sieht ganz gut aus. Okay, wir sind wieder zurück. Ich bin echt erstaunt, wie lange der Chocobo durchhält. Das ist nicht normal. Aber vielleicht hat man ja Gnade mit uns, weil wir hier schon den Weg bestreiten müssen, dass man den Chocobo da mit Absicht ein bisschen länger beibehält. So. Was wird jetzt passieren? Ich ahne überhaupt nichts Gutes.